Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zedepi, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Train Sim World 2. Schön, dass du wieder da bist. So, willkommen im Köln Hauptbahnhof. Ihnen wird ein ICE 12 nach Aachen Hauptbahnhof zugewiesen. Öffnen Sie die Türen, um mit dem Einstieg zu beginnen. So heißt unsere aktuelle Aufgabe und wir sehen nichts. Es ist super, super gruselig draußen. So, links öffnen. So, dann werden wir erstmal hier soweit alles wieder hier anschalten. Den Scheibenwischer werden wir auf andauernd machen. Federspeicherbremse lösen. Haben wir gedrückt. So, Fahrgäste steigen hier ein in diesem Sauwetter. So, wir brauchen Makrofon. Spitzensignale haben wir normale Lichter an. Die Bremse können wir lösen. Und Türen können wir schließen. So, dann machen wir mal hier die AFB hier. V-Sold freige. So, alles klar. Dann machen wir das Ganze hier auf 50. Und los geht's. Eine weitere Aufgabe hier aus dem Train Sim World 2 Addon. Also was heißt Addon? Train Sim World 2. Ja, nicht dem Addon, sondern Train Sim World 2. Können wir auf 60 erhöhen. Genau, und heute super verregnet hier. Das ist der Scheibenwischer nicht so laut wie aus der U-Bahn, aus der Londoner U-Bahn. Ey, da kriegst du einen zu viel. Ey, ich hab davon geträumt mittlerweile, ja? Das ist so laut, das Ding. So. 80 dürfen wir gleich. So, über einen Ort fahren, Horrem. Sehr schön. Ja, lieber hier die Bremsung, weil ich nicht weiß, was der jetzt hier von mir will. Was jetzt, ob das hier meiner ist? Sicher ist sicher. Toll, jetzt haben wir grün. Wir haben vor uns einen Langsamfahrer. Ah, jetzt muss gerade umgeschaltet sein. Mal gucken, ob es hier so eine Tastenkombination dafür gibt, wo man hier die SIFA einstellen kann. Die SIFA sage ich schon, die AFB. Bei dem Train Simulator ist es ja Y und C, glaube ich, oder Y und X, sowas. So, 160.
kommt gar nicht dazu, weil er halt ständig hier vor uns, wie gesagt, so einen langsamen Kollegen scheinbar hier vor uns haben. Da geht das nicht schneller heute hier, bei diesem wundervollen Wetter. Müssen wir uns jetzt wohl damit zufrieden geben, dass wir jetzt hier ein bisschen langsamer unterwegs sind. Also wir nähern uns ja der schnelleren Geschwindigkeit. Aber nicht, dass wir jetzt hier so extremst runterbremsen müssen. Dieses Rumpeln halt über die Weichen, das klingt schon ziemlich geil. So gelesen, viele von euch sind auch sehr positiv überrascht, ja, haben sich haben sich ja die ganze Zeit überlegt, das Ganze zu kaufen. Und mittlerweile sind sich jetzt doch einig geworden, sie kaufen sich das. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Wie gesagt, zumal sollte es neue Strecken geben, wird diese halt womöglich nicht mehr für TSW 2020 kommen. Ne? Also die wird jetzt halt definitiv für Transim World 2 kommen. Also blöd wie es klingt, umsteigen müsst ihr trotzdem, wenn ihr wie gesagt zukünftig alle neuen DLC spielen wollt hier rund um den Transim World. Da werdet ihr gar nicht drum herumkommen. Kann natürlich den Frust verstehen, weil ihr dann jetzt zum Beispiel sagt, naja, ist eigentlich genau das gleiche, warum soll ich das Ganze jetzt nochmal kaufen? Ja, also ich würde das halt tatsächlich wirklich immer so sehen, dass man sich hier einfach nur neue Strecken kauft. Mehr ist es nicht, ja. Und dementsprechend seht das praktisch als großes DLC-Paket an, ja. Ich meine, ihr kaufen, wenn 30 Euro, glaube, kosten die Strecken ja in der Regel von Transim World. Da habt ihr ja die Strecke bei und ihr bekommt noch zwei Bonusstrecken. Also im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht so, dass man jetzt sagen, die wollen jetzt hier Geld scheffeln bis zum Umfallen. Ob es jetzt nun ein Strecken-DLC ist, den ihr gekauft hättet, oder jetzt halt ein komplettes Spiel mit Zusatzstrecken. Ja, das bleibt dann halt jedem dem Seine. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie das Ganze halt auf der Konsole aussieht. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass es ja bei uns hier auf dem PC super scharf aussieht alles, ja, man kann wohl auf den Konsolen teilweise die ganzen Schilder nicht lesen, ja, zum Beispiel die Bahnhofsschilder, ist jetzt auch noch eine Frage. Spielt ihr das jetzt zum Beispiel auf der PS4, spielt ihr das auf der PS4 Pro oder ist es die Xbox One X oder die normale Xbox One? Das sind halt immer so diese Fragen, ne, die man jetzt dementsprechend nicht beantworten kann. Also da müsste auch ein bisschen mehr Details geben. Mich würde das halt brennend mal interessieren, wie es halt auf den Konsolen halt aussieht. Ja, also das ist also, wenn ihr da mal irgendwie mal so ein Video zu macht oder irgendwie sowas, dann schickt da gerne mal den Link dazu unten rein. Das würde mich mal halt brennend interessieren. Mir jetzt den extra nochmal zu kaufen für die Konsole ist natürlich Schwachsinn. Und aktuell ist er halt auch nicht bei dem Xbox Game Pass mit drin, sonst hätte man sich das ja angucken können. Ist leider nicht. So, wir haben jetzt freie Fahrt, ihr seht's, 9100. Bis drüber, wir dürfen jetzt endlich mal ein bisschen schneller fahren hier. Komisch ist, warum da jetzt auf der rechten Seite die ganze Zeit PCP-Störschalter an und LCB-Trennschalter ansteht. Eine Belohnung erhalten auch noch. Also wenn es dann so schnelle Geschwindigkeiten sind wie jetzt hier, dann hängt mein Computer auch ein bisschen hin. Ne? So richtig ruckefrei läuft es dann nicht mehr. Hat er ja gesagt gehabt, dass wir diesmal jetzt hier die ganzen Aufgaben zumindest durchspielen. Fahrplanmodus immer noch so ein bisschen testen.
habe auch mal andere Züge gesehen und alles sowas. Und ich bin der Meinung, sind da auch relativ gut dabei. Zwei Folgen in der Woche, ich glaube, ist auch mehr als okay. Könnt ihr zwar noch hier diese andere dazu schicken, die hier in dem Deluxe-Version damit dabei war. Aber die machen wir dann einfach danach drin. Bin ja auch mal gespannt, laut Roadmap müsste ja jetzt bald die nächsten Karten aus TSW 2020 denn auch in Trains und World 2 erscheinen. Gibt es da so eine Roadmap, da kann man sich das Ganze ja mal anschauen, so durchlesen, was so jetzt als nächstes kommt. Und die neue Strecke, die ja für Trains und World 2 erscheinen soll, die ist auch nicht mehr in allzu weiter Ferne. Geschwindigkeitsreduzierung hier. Nur noch auf 200. Wieder bestätigen. Aber hier schon mal 200 hier einstellen soweit. Wie weit bremst du denn jetzt runter? Jetzt auf 80 runter. Ah, okay. Deswegen bremst du auf 80 runter. Ja, da weiß ich nicht. Also, ihr hattet ja mal gesagt gehabt, ne, irgendwie brauchen wir das Ganze gar nicht machen, wie dazu. Die LCB halt geführt wird. Sicher ist sicher. Bevor ich in der 20 Punkte kassiere oder sowas. Wie sowas. Lappadi-dappadi, weil ich nicht bestätigt habe. Wow, 60. Jetzt gehen wir ja richtig runter hier.
So, schaut's gut aus. Stolberg wäre jetzt der nächste. Da sind wir gleich 160. Jetzt beendet. Das Ganze natürlich auch schon bestätigt. Stellen Sie nochmal, dass das nicht gerafft hat. Ist jetzt hier schon wieder Phase? Es geht immer bergab. Ja, irgendwie hat mein AFB jetzt nicht mehr hier arbeiten. Spricht überhaupt nicht mehr drauf an. Nö. So ein Grund gibt man jetzt auch kein Gas mehr. Was ist los? Jetzt früher weggenommen hier. Wird es aber auch nicht, dass wir jetzt hier rumtrödeln können. Jetzt reagiert er wieder, ja? Mysteriös! Technik, die begeistert, sage ich immer nur. Technik, die begeistert. Haben sie ja nochmal hingekriegt, ohne Zwangsbremsung. Großartig. Muss irgendwie gerade jetzt von der EZB halt umgesprungen sein, dass da irgendwas gerade nicht funktioniert hat. Hm, wer weiß das schon. Wer weiß, was da los war. Stolberg, 10 Kilometer noch. Sieger.
Siefer. Siefer. Ja, wird sowieso spannend. Wir haben eigentlich diese Woche echt nur, wenn alles klappt, wenn alles hinhaut, echt nur eine reine Schienenwoche, wo wir halt Lotus unterwegs sind, Transim World, Train Simulator halt auch noch. Und auch. Also diese Woche ist halt eher schienenlastig statt mit Reifen unterwegs. Oder Omsi oder was weiß der Geier. Können wir noch mal überlegen, ob ich das als Play zum Bus-Simulator doch wieder beende. Denn durch Transim Worlds ist natürlich jetzt einiges dazwischen gekommen. Fehlt dann doch ein bisschen die Zeit. Also lieber nehme ich dann Transim World als eine Simulation, die schon 5 Jahre alt ist. Natürlich irgendwo Sinn macht, aber ich hätte eigentlich auch noch gern die Vorgeschichte. Vielleicht würde ich das auch erstmal nur pausieren, ne, dass wir dann zumindest erstmal genug Content für Transim World da haben. Bevor es dann halt Richtung Bus-Simulator dann wieder geht. Da steht mal die 120. So, die Siefer. Oh. Ich bin schon die ganze Zeit auf 110 unterwegs, von daher passt das. Weißt du, hier kam gleich um so eine fiese Stelle, oder? Kam nicht. Keine 80 oder sowas. Ja, ich traue den Dovetail Games Leuten nicht mehr. Ja? Die haben mir leider schon zu viel Mist gemacht mit den ganzen DLCs und sowas, wo dann halt Signale einfach fehlten und alles sowas.
leider ein bisschen sehr lästig. Und dafür dann immer irgendwelche Zwangsbremse kassierst, weil was nicht richtig dargestellt wurde. Schiller komplett vergessen wurden. Anhalten, 9,3 Kilometer sind bei Aachen, Leute. Dann haben wir das Bestspender auch hinter uns. Was man nicht nur haben kann. Man kann ja immer nur Sonnenschein sein hier. 16:35 soll man da sein. Jetzt in 9 Minuten. Ob wir das schaffen? Ob wir pünktlich sind? Das muss man jetzt erst gucken. Die Sifa. Luftballon in der Luft. So. Lange runterbremsen. Einfach nach 5 Minuten sind wir jetzt richtig schön chillig jetzt hier in unserem springt an.
So, oh, da haben wir's. Das ist keine Glasscheibe da. So Leute, das war es schon wieder. So wie es ausschaut, sind wir jetzt durch. Das war also die Aufgabe hier mit unserem ICE und das bei stürmischen Regen hier. Großartige Arbeit, keine Zwangsbremsung, so muss das Ganze laufen. Dementsprechend, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Bei einer weiteren Folge, dann geht es wieder nach London. Also unbedingt wieder einschalten, wenn euch das Ganze interessiert. Ich hoffe mal, dass es heute hier nicht so regnet. Also, bis dahin verabschiede ich mich mal, denn wir warten jetzt hier keine anderthalb Minuten noch. Bis dann, Leute. Tschüss.